Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier am Montag zur Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.5 ohne Gräben. Und ich habe mal so ein bisschen Mist von den Rindern abgeholt, aber das ist nicht wirklich der Rede wert. Ich dachte, ich könnte hier mal eben ein bisschen hier die Düngerproduktion mal in Gang bringen. Aber naja, die paar Liter, die ich jetzt hier habe, ich muss dann ja eh noch Gülle hinbringen und so, das hat jetzt keinen Wert. Nein, nicht keinen Wert, aber ist jetzt nicht so drastisch. Wir haben vorher die Rinder schön mit Kraftfutter verseucht, weil die nichts mehr hatten. Und jetzt stellen wir eben hier das Gespann weg. Sehen mal zu, dass wir hier Licht aus, Traktor aus. So. Ja, das ist doch schön, das läuft. Was wollten wir jetzt machen? Ich wollte den da abhängen. Wollte Licht anmachen und wollte die Paletten hier mal zum Schelachter bringen. Weil wir nämlich dann auch. Ja, Heizer. Weil wir dann nämlich doch auch tatsächlich mal Rinder verkaufen. Wir haben 120 Rinder am Rinderhof. Und die warten nur darauf, in die Steak-Akademie zu gehen. Also, gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen sarkastisch oder wie auch immer. Wo ist eigentlich der Schlachthof? Ein weiter, ne? Da drüben ist er, genau. Peinlich, ne? Ich war noch nie beim Schlachthof. Ich habe noch nie Sachen hier hingebracht. So. Was braucht der? Papier oder Karton? Leerpaletten und? Was steht da hinten? Kartonpaletten. Ja, hätte ich mir auch denken können, ne? Aber habe ich mir nicht gedacht. Schon mal ein bisschen was. Besser als nichts. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Karton kriegen. Ja, wer hier einen Parkplatz hingebaut hat, der gehört ja auch erschlagen eigentlich, ne? So. Raus. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Gerade auf dem Grünstreifen fahren. Ist hier nicht immer 21? Achso, ah. Ist die Spielzeit. Ja klar, logisch. Cool. Hat eine Ingame-Uhr. Hier im Truck. Ist ja nice. Läuft auch alles. Ja, was ist er jetzt?
a little enttäuschend. Naja, gut. Eine Ladung, eine Lage. Soll so sein. Dann. Ich will mal hier durchfahren. Mal gucken, wie es hier drin aussieht. Yo! Jede Menge Zeugs. Jede Menge Hackschnitzel. Das ist gut. Können wir super gebrauchen. So. Oh. Oh, da hinten kannst du ruhig fahren, das interessiert mich nicht weiter. Los! Sehr schön. Brauchen wir hier denn sonst noch irgendwas? Nö, ne? Fahren wir zurück zum Hof. Ah, ich fahre aber auch irgendwie echt risikoreich, ne? Guck nicht nach links und nicht nach rechts. Sondern heiz einfach. Jetzt schnappen wir uns den Viehtransporter und dann holen wir Rinder und verkaufen die. Ja, 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 das muss sein. Was kommen. Eben einmal was kommen. Ah ja, okay. Alles gut. Wo habe ich den jetzt? Ach, Quatsch, die habe ich hier ja gar nicht stehen. Den habe ich ja da vorne stehen. Ja, ja, ja. So, das ist der ganz normale Trailer aus dem Castor Food Pack. Hoffe ich. Bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ob der das ist oder ob ich noch den alten, den originalen habe. Das werden wir gleich sehen, wenn ich keine Rinder einladen kann. Dann habe ich mir nicht den aus dem Castor Food Pack geholt. Sondern das wäre mir jetzt aber echt unangenehm. Ja, peinlich. So, ich will auch mal ein bisschen mehr außer Innenansicht fahren.
Ups. Auf geht's hier. Das wäre mir jetzt echt peinlich. Aber bisher habe ich keine Tiere verkaufen müssen. Und ich weiß nicht, ob ich mir den dann schon irgendwann mal gekauft habe oder nicht. Da muss ich gleich echt erstmal, das muss ich ausprobieren. Gut, ich könnte jetzt in die Garage gucken, aber jetzt bin ich eh gleich am Rinderhof. Jetzt bringt es auch nichts mehr. Schnell hier rum. Dann ist das auch alles gut. Dann sind wir ja auch gleich da. Mal sehen. Was sagt ihr? Ihr habt das bestimmt schon erkannt. Ah ja, im Trailer und so. Aber ich habe den ja ewig nicht mehr benutzt. Ich habe den benutzt, um Schweine zu kaufen, um Rinder zu kaufen, um Schafe zu kaufen. Das war's dann ja im Prinzip auch schon. Für mehr habe ich es nicht benutzt. Mal gucken. Na, passt das schon? Reicht das? Ja, ist der richtige. Passen zwar nicht viele rein. 20 Stück oder wie viel? 20, naja. Besser als nix. Und dafür zeichnen wir dann auch gleich mal einen Kurs auf. So, keinen vollautomatischen. Aber zumindest so einen halbautomatischen. Kursaufzeichnung beginnen. Hallo? Hat er? Ah ja, okay. Alles klar, die sieht man nur nicht. Weil er so hoch ist. Kommt keiner. Naja, ein bisschen Risiko muss man ja auch mal eingehen. Ups. Ja, da unten sieht man die Punkte rausflitzen. Alles klar. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr eng. Aus Angst, hier in den Gegenverkehr zu kommen. Unterwegs. Oha. Von beiden Seiten. Und abbiegen. Oh, der hat sogar geblinkt. So für eine gefühlte Femtosekunde lang ungefähr. Tatsächlich. Ich mach das ja nicht. Ich blink ja nicht. Weil ich mir hier einfach keine Tasten mit dem Blinker belegt habe. Los, gib Gas! Thank you.
Oha, das war aber schlecht eingefahren. Frisium, 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 was machst du da bloß? Hier geht's rum. Jetzt setze ich mir einen Pausepunkt. Pausiere auch die Aufnahme. Oh, schade. Kann ich jetzt hier einfach abkippen oder was? Nee, ne? Das muss auch mit R passieren, oder? Wie entlade ich den denn jetzt? Ja, Kühe ausgeladen. Stück. Anliefern Kühe, Schweine, Schafe. Schafe kann ich hier auch anliefern, aha. Nicht, dass ich das jetzt wollen würde, aber... Gut zu wissen, dass man es kann. Gut. Hey, ich danke euch erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like, abonniert mich. Oder folgt mir auch bei Facebook, Friesenjung13. Und ja. Würde mich alles freuen. Ja, und noch mehr freuen würde mich das natürlich, wenn ihr morgen, Dienstag, auch wieder einschaltet zur nächsten Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Und in diesem Sinne, sag ich mal, ciao, bis morgen.